Hallihallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Dragon Ball Z Kakarot. Wir sind jetzt in der letzten Episode des Games, also in der Saga von Majin Buu, also die Buu-Saga. Und wir haben immer noch das Laden hier. Im versunkenen Schiffen auf dem Meeresboden sind alle möglichen Gegenstände zu finden. So, wir sollen zu Gott. Ach, zu Piccolo. Hey Piccolo, was geht, mein Freund? Piccolo, ich muss dringend mit dir über etwas reden. Schön. Und gut, aber warum bist du immer noch ein Super Saiyan? Wie? Es fällt mir schwer, den Grund dafür in Worte zu fassen, aber ich will mein Training fortsetzen. Du fühlst dich immer noch für den Tod deines Vaters verantwortlich, wie? Ja, das gehört dazu. Ich muss sicher gehen, dass ich stark genug bin, um die Erde zu beschützen. Darum bin ich noch ein Super Saiyan. Mein Körper soll sich weiter mehr an diese Form gewöhnen. Ich verstehe, dann hätte ich mir offenbar gar keine Sorgen machen brauchen. Wie? Ich bin stets auf der Hut, seit Freezer auftauchte, nachdem wir glaubten, er sei tot. Doch sollten Cell oder neue Cyborgs auftauchen, bist du der Einzige, der sie schlagen kann. Deshalb wollte ich dir nur im richtigen Moment einen kleinen Schubs in die richtige Richtung geben. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass das du gar nicht nötig ist. Oh, das meinst du also. Es freut mich, dass du sehr an mich glaubst. Schwebt dir ein fester Trainingsplan vor, nur ein Super Saiyan zu sein, wird nicht ausreichen, weißt du? Ja, es ist nur, ich weiß nicht, wie ich noch besser werden kann. Verständlich, du hast im Raum von Geist und Zeit schließlich alles gegeben. Hast du irgendwelche Ideen? Was deine Stärke angeht, du bist jetzt wohl so stark, wie es geht. Viel mehr an Rohrkraft wirst du also nicht hinzugewinnen. Was dir fehlt, ist geistige Stärke. Dein Vater weiß, wie man im Kampf konzentriert bleibt. Du hingegen bist immer noch zu emotional. Da könntest du recht haben. Hätte ich mich mehr konzentriert, hätte ich Cell vielleicht davon abhalten können, sich selbst zu zerstören. Also was soll ich tun? Also, dir wird dieser Vorschlag vielleicht nicht gefallen, aber versuch doch mal mit Vegeta zu trainieren. Er ist der Allerstrengste weit und breit, wenn es um Gefühle geht. Und nicht nur bei anderen, sondern auch bei sich. Er könnte dir vielleicht ein paar Einblicke in die mentale Aspekte des Kampfes geben. Verstanden, ich werde Vegeta bitten, um mir zu helfen. Booyah! Wo müssen wir jetzt hin? Begib dich zu der Kapselkorb. Dann flattern wir mal zum Kapselkorb. All right. Better find Vegeta so I can ask for his help. Kann man hier kein... Muss ich jetzt hier echt Vegeta so suchen? Was willst du? Willst du gegen mich kämpfen, damit ich stärker werden kann? Mein Papa ist meinetwegen gestorben. Ich muss stärker werden, damit so etwas nicht mehr passiert. Es liegt an mir jetzt, den Frieden zu wahren. Ich muss die Erde anstelle meines Vaters beschützen. Das ist doch absurd. Glaubst du, Kakarot ist deinetwegen tot? Du willst derjenige sein, der ihn ersetzt? Du arrogantes, verwöhntes, kleines Gör. Aber ich... Verdammt, ich hatte vor, nie wieder zu kämpfen, aber jetzt habe ich mich anders entschieden. Greif mich an, ich werde dir deine Arroganz rausprügeln. Echt jetzt? Müssen wir gegen Vegeta antreten? Komm her, Vegeta. Da. Also sind wir zum einfachen Saiyajin geworden. Ja.
Er hat sich schon wieder zurückverwandelt. War jetzt aber mal richtig getroffen. Aber wieder ein Crit dabei gewesen. Alter, das Masenko gegen seine Galactic Gun. Wer gewinnt? Wir. He's Kefaron's kid, all right. Makes me sick how much he reminds me of him. Vegeta? Nothing. We're done here. You were far more powerful. Du warst wesentlich stärker, als du es selbst besiegt hast. Du hast dich zurückgehalten, oder? Nein, das stimmt nicht. Ein nachgiebiges, rückgratloses Girby, du könntest Kakarot niemals ersetzen. Dummes Kind. Ja, Vegeta hat recht. Ich kann mich nicht darüber definieren, was mein Vater war. Ich muss wirklich in mich gehen. Ich bleibe noch lieber etwas länger ein Super Saiyan. Mutter wird nicht erfreut sein. Nein, 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 das wird sie nicht. Hallo, Sangohan. Wie, diese Stimme? Dende, bist du das? Was ist los? Ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Kannst du zu Gottes Versteck kommen, wenn du Zeit hast? Das Versteck? Klar doch, bin gleich da. Und wieder Ladebild. There's a lot of energy in this thing. Hey! Hello, Songbird. Du sagtest etwas von einem Gefallen. Genau, ich wollte Shenlong mehr Macht verleihen. Shenlong mehr Macht verleihen. Es kann jederzeit ein Fiesling auftauchen, der Zell das Wasser reichen kann. Ich will vorbereitet sein. Aber um Shenlongs Macht zu verstärken, brauche ich ein paar Sachen. Ich hatte gehofft, dass du mir helfen kannst. Wenn Shenlong mächtiger ist, würde uns das sehr helfen. Machst du mit? Natürlich, ich tue, was ich kann. Was genau brauchst du? Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen, Sangohan. Vielen Dank. Also ich brauche Folgendes. Regenbogenkristall. Und das sollte alles sein, was ich gerade brauche. Excuse me. Eine Sekunde bitte. Regenbogenkristalle sind extrem selten. Es wird nicht einfach, welche zu finden. Ich kann dir nicht einmal sagen, wo du anfangen sollst zu suchen. What? Wow, ich dachte, du wusstest alles. Ich habe von hier oben den ganzen Planeten abgesucht, aber keinen gefunden. Hey. Das wird knifflig. Wahrsagerin Baba weiß vielleicht, wo es welche gibt. Yes. Wirklich? Ja, ihre Vorhersagen treffen immer ein. Super Idee, Mr. Popo. Wow, auf der Erde gibt es wirklich beeindruckende Persönlichkeiten. Offenbar ist sie in der westlichen Hauptstadt. Wow, in der Stadt? Das kommt aber auch nicht oft vor. Dann gehe ich wohl auch mal dahin. Natürlich haben ihre Dienste ihren Preis. Ach ja, stimmt. Hier. Du hast einen Beutel mit Goldstaub erhalten. Krass, danke, echt jetzt? Was für die Wache nötig ist, ist wichtiger als Geld. Außerdem benutzen wir hier oben sowieso kein Geld. Guter Punkt. Okay, denn dann bin ich gleich wieder da. Okay. Dann wollen wir doch mal zu Urinai Baba. Urinai Baba. Ach, wir sind schon da. Sag nichts, Regenbogenkristalle, oder? Wow, woher weißt du das?
Ich bin schließlich Wahrsagerin, das ist mein Tagwerk. Mein Honorar bitte in deiner Tasche? Ach, stimmt. Bitteschön. Dann fangen wir mal an. Ich sehe ein Schiff, gesunken südlich von Came House. Ein gesunkenes Schiff? Das sind die Kristalle im Meer? Ja, in salzigem Grab liegt das Gefährt. An diesem Bord sich von dir gesuchten Kristalle befinden. Finde das Schiff, dann wird sich deine Fracht aus dem alten Gehäuse ergießen. Okay. Bitte ertrinkt nicht, verstanden? Ich geb mir Mühe. There's a sunken ship! Da haben wir auch schon den Regenbogenkristall. Sehr gut. Dann können wir wieder zu Dende. Das ging ja fix jetzt. Das ging ja wirklich ja mal fix. Viel Glück, Son Gohan. Denn ich bin wieder da. Danke, Son Gohan. Das ist genau das Richtige. Was hast du damit eigentlich vor? Die Dragon Balls der Erde schöpfen nicht ihr volles Potenzial aus. Hiermit kann ich die Lücken zu ihren namekianischen Gegenstücken erschließen. Warte bitte kurz. So, fertig. Das wäre erledigt. So schnell? Versuch einmal die Dragon Balls zu benutzen. Du solltest dir jetzt was Besseres wünschen können. Mann, du bist echt der Hammer, Dende. Ah, da haben wir Shenlong. Okay, jetzt dürfen wir bestimmt wieder die Dragon Balls suchen, ne? Hey, du kannst jetzt deine Gruppe bearbeiten. Such dir aus, wen du auf die Reise mitnehmen willst. Ja, jetzt müssen wir erstmal nach Son Gokus Haus. Was wir da machen sollen, weiß ich aber auch nicht. Bist du geworden, bereit, nach Hause zu kommen? Ja, bin wieder da, Mama. Möchtest du wirklich die Story fortfahren? Ja. Endlich weißt du, was echt wichtig ist. Braver Junge. Und wenn du schon mal dabei bist, bändige auch gleich noch deine Haare. Okay, im Haus schalte ich einen Gang runter. Eines Tages wirst du auf eine angesehene Schule gehen. Deine Klassenkameraden dürfen dich nicht für einen rebellischen Rockstar halten. Okay, okay, ich trage sie nur beim Training so. Schule? Na, das kann ja was werden. Schule, das kann was werden. Yeah, Son Gohan ist noch eine Stufe höher. Thanks to Gohan and his father, the planet was freed from Cell's evil clutches. Danke.
Dank Son Gohan und seinem Vater wurde der Planet aus dem Fängen des bösen Cells befreit. Die Bewohner der Erde konnten wieder in Frieden leben. Doch in frühen Zeiten werden die Leute dummerweise leicht selbstgefällig. Das ist das Schicksal der Menschheit. Etwa 7 Jahre sind seit dem Kampf gegen Cell vergangen. Dies ist die beschauliche Siedlung Satan City. Hier wohnt Mr. Satan, dem man fälschlicherweise die Rettung des Planeten zuschreibt. Die Stadt wurde aufgrund seines Heldentums nach ihm umbenannt. Son Gohan ist jetzt 16 Jahre alt. Da es hier auf dem Land keine Schulen gibt, wird er zu Hause unterrichtet und betreibt ein Fernstudium. Doch eines Tages entschloss sich seine Mutter Chi-Chi, ihn auf eine Schule in Satan City zu schicken. In Satan City tauchten so häufig bewaffnete Banditen auf, dass Son Gohan ihnen ab und zu auf seinem Schulweg begegnet. Um das Verbrechen in der Stadt zu bekämpfen, verwandelte sich Son Gohan in einen Super Saiyan und machte kurzen Prozess mit jedem, der den Frieden störte. Um nicht entdeckt zu werden, verschwand Son Gohan danach so schnell wie möglich. Bald schon kannte man den geheimnisvollen Helden unter dem Namen Goldener Kämpfer und die Gerüchte über seine wahre Identität verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Schon wieder dieser Goldene Kämpfer, wer zum Teufel ist das? Das sag ich dir nicht. Das hat viel zu lange gedauert. Ich muss mich spurten. Ja, dann hopp ab. Oh man, I'm gonna be late. I have to hurry. I'm finally at the high school. Ja. Hi, du bist doch der neue Son Gohan, richtig? Ich bin Eraser, schön dich kennenzulernen. Und das hier ist Videl. Das wirst du nicht glauben. Videls Vater ist kein anderer als der legendäre Mr. Satan. Echt, Mr. Satan? Siehst du, ich hab dir doch gesagt, dass du uns nicht glauben wirst. Ach ja, stimmt ja, du bist heute zu spät gekommen, oder? Hast du zufällig den Banküberfall in der Stadt mitbekommen? Ich weiß nicht. Der goldene Kämpfer hat alle Banditen ausgeschaltet. Okay, wieso interessieren dich Banküberfälle so sehr? Weißt du, Videl ist auch eine kleine Verbrecherskämpferin. Ist aber auch kein Wunder, oder? Immerhin ist sie Mr. Satans Tochter. Sie ist echt stark. Manchmal bittet sie sogar die Polizei um Hilfe. Wow, was du nicht sagst. Naja, du hast die gleiche Statur wie dieser goldene Kämpfer. Ich muss was unternehmen, um meine Identität geheim zu halten. Vielleicht frage ich Bulma mal um Rat. Hey. Na sieh mal einer an, mit wem du da redest. Dieses Weichei hat keine Chance gegen einen Haufen Räuber. Als nächstes haben wir Baseballunterricht, oder? Wir werden schon bald wissen, ob du wirklich stark genug bist, um das Verbrechen zu bekämpfen. In meinem Revier wirst du keinen Treffer landen. Ich muss darauf achten, meine Stärke nur minimal einzusetzen. Mama und Bubba haben mich beide gewarnt, meine Kräfte im Zaum zu halten, um keine Aufruhr zu verursachen. Mann, ganz schön schwer, ein normales Leben zu führen. Mal sehen, wie du mit meinem ultraschnellen Ball klarkommst. Ich muss das ganz locker angehen. Home Run Spiel. Dieses Spiel stellt deine Schlagfertigkeit auf die Probe. Drücke im richtigen Moment B, um den Ball zu schlagen. Je genauer du triffst, desto weiter fliegt der Ball. Verschiedene Werfer lassen den Ball unterschiedlich fliegen. Aber lass dich von der Flugbahn des Balls nicht beirren. Am wichtigsten ist es, wann du zuschlägst. Spiel beginnt. Ja, komm, dann schmeiß mal. Was? Du hast meinen Wurf getroffen? Reines Glück, wirklich. Ja, du, da hast du recht. Und deine Haltung war auch voll daneben. Oh, das war schon zu viel. Ich schaue später mal bei Bulma vorbei und frag sie um Rat.
Mit dem stimmt was nicht. Ah, wir haben wieder Erfahrungspunkte bekommen. Und so begab sich Son Gohan nach der Schule in die westliche Hauptstadt, um bei der Capsule Corporation Halt zu machen. I need to talk to Bulma. Hopefully Bulma can help me figure something out. Bulma, bist du hier? Ja. Hi Bulma. Hi Bulma, ich wollte mit dir über was reden. Hey Gohan. Hey Son Gohan, was gibt's? Du brauchst eine Art Tarnung, um deine Identität zu bewahren. Hast du eine Ahnung, wie ich das anstellen kann? Natürlich, immerhin bin ich ein Genie. Wirklich, bitte, was auch immer es ist, ich bin dabei. Kein Problem, das dauert aber ein Weilchen, also warte. Danke, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das helfen wird. Ach ja, wo ist Trunks? Ich dachte mir, dass ich mit ihm unterhalten könnte, solange ich warte. Wahrscheinlich bringt ihn Vegeta gerade in der Gravitationskammer in Form. Vegeta hat was davon erwähnt, ihn stärker als dich zu machen. Ach ja, wow, der ist auf jeden Fall heftig. The gravity chamber, huh? Where was that again? Son Gohan, wann bist du gekommen? Not too long ago. Ist noch nicht allzu lang her. Man erzählt sich, dass dein Papa dich in einem mörderischen Training aussetzt. Ja, er hat versprochen, mit mir in einen Freizeitpark zu gehen, wenn ich einen Treffer bei ihm landen kann. Ehrlich, das hat Vegeta gesagt? Dann halte ich mal ran. Ich weiß, du kannst es. Ja, ich sorge dafür, dass mein Papa sein Versprechen hält. Ich sollte Vegeta wohl Hallo sagen, wenn ich schon mal hier bin. Hi Vegeta, Entschuldigung die Störung. Son Gohan, schau dich nur an. Du bist überhaupt nicht in Form. Auch in Friedenszeiten solltest du trainieren. Apropos Training, wie ich hörte, bringst du Trunks bei, wie man kämpft. Ja, er ist jetzt alt genug, um sich auf richtige Kämpfe vorzubereiten. Wenn du nur so faul rumsitzt, wird er dich bald übertreffen. Ach ja, ich habe Trunks ein bisschen angespornt. Er freut sich schon auf den Freizeitpark. Da geht er nur dann hin, wenn er mich treffen kann. Aber das wird nicht passieren. Frage Bulma, ob ein neues Outfit fertig ist. Ja, Perfektes Timing, Son Gohan. Alles ist fertig. Das ist unfair. Mach mir auch sowas, Mama. Wow, das ist ja der Wahnsinn. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Ich weiß. Dankeschön, Bulma. Das werde ich sofort einsetzen. Ach, egal. Ich will das eigentlich doch nicht. So, meine lieben Freunde. Wir werden jetzt auch langsam zu einem Folgenpäuschen heranwachsen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.